Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten, zu einem neuen Let's Play, nämlich von Silver, einem Action-Adventure von Infogrames aus 1999 und damit das zweitälteste Let's Play, was jemals von mir kam, beziehungsweise zum zweitältesten Spiel. Nur Jazz Jackrabbit 2 war älter, aber ich hoffe, die meisten von euch haben das mittlerweile verdrängt, das war nicht sehr gut, aber das ist ja auch schon sehr lange her, mittlerweile fast 5 Jahre. Warum ich mich entschieden habe, ein so altes Spiel zu spielen? Darüber hinaus mag ich alte Spiele natürlich sehr gerne, aber Silver ist eines der Spiele aus meiner Kindheit, die mich wirklich sehr geprägt haben. Als das Spiel rauskam, war ich gerade mal 8, ein kleiner Hosenscheißer und trotzdem schon Vollblutzocker und ich habe das Spiel geliebt. Das fing an bei dem Soundtrack, bei dem Artdesign, bei dem Gameplay, bei der Story. Also als kleiner junger Waldes, als kleiner Spross der Zockergemeinschaft hat mich dieses Spiel wirklich begeistert. Und ist auch einer der Gründe, warum ich dann letztlich bei dem Zocken geblieben bin, warum es mich immer mit begleitet hat. Ich hoffe, dass es mit der Aufnahme einigermaßen gut funktioniert. Es ist tatsächlich sehr schwierig, Silver heute noch zum Laufen zu kriegen. Gerade Windows 7 Vista, das klappt eigentlich gar nicht. Es gibt nur eine Version, die funktioniert. Falls irgendwer von euch mal Lust hat, Silver zu spielen, was passiert jetzt? Ach, das ist das Intro. Und zwar die von Good Old Games, die man, also GOG, die man sich im Internet dann erstehen kann. Das ist auch tatsächlich die einzige deutsche Version, die funktioniert. So, und bevor ich noch weiter quatsche, werden wir das Spiel beginnen. Ihr habt im Intro schon so ein bisschen einen Hinweis darauf gekriegt, worum es gehen könnte. Das Spiel schließt nicht wirklich direkt an das Intro an, aber es ist schon mal wichtig zu wissen, wer unser Feind ist. Und einige Ereignisse aus dem Intro sind halt doch für das Spiel wichtig. Gut, neues Spiel. Es kommt jetzt erstmal noch ein Spielintro. Ruhe! Lord Fuge hat euch etwas mitzuteilen! Es wird verfügt, dass alle Frauen in gebärfähigem Alter zu eurem Herrscher Silver gebracht werden, damit er sich unter ihnen ein neues Weib auswählen kann. Jedermann, der sich diesem Befehl widersetzt, wird des Verrats angeklagt und mit dem Tode bestraft. Ihr missbraucht eure Macht. Ihr verstoßt gegen unsere Rechte. Welche Rechte? Ihr seid die Untertanen des Herrschers und er tut, was ihm gefällt. Wachen, treibt die Frauen zusammen. Bleibt ruhig, William. Unsere Zeit wird kommen. Ich nehme an, niemand hat etwas einzuwenden. Ich habe euer Jammern jetzt lange genug ertragen. Wachen, ihr kennt eure Befehle. Bringt die Frauen auf die Galeone, sofort! Lasst uns die Umgebung absuchen, um sicherzugehen, dass niemand sich seiner Pflicht und Schuldigkeit entzieht. Du bist spät dran, wir müssen trainieren. Du musst trainieren. Hast du es so eilig, besiegt zu werden, Großvater? Ja, leider werde ich ständig enttäuscht. Aber wenigstens besitzt mein Schüler ein gesundes Selbstbewusstsein. Jetzt geh ins Haus und hol dein Schwert. Imponiere mir mit deinen Kampfkünsten. Ja, und so beginnt das Spiel Silver. Wir sind David, der Held des Spiels, der auch auf dem Cover zu sehen ist. Um nochmal kurz die Geschehnisse eben zusammenzufassen. Also wir befinden uns in diesem Spiel in einem nicht benannten in einer nicht benannten Fantasy-Welt, in einem Reich, das von dem Despot Silver regiert wird. Und wir haben ja schon aus dem Intro erfahren, dass er seinen Vibe im Grunde umgebracht hat. Und so ist es klar, dass er sich jetzt natürlich auch als Herrscher ein neues Vibe aneignen will. Mit mehr oder weniger fragwürdigen Mitteln. Und so hat er seinen Sohn Fuge losgeschickt, den wir auch schon aus dem Intro kennen. Um, ja, sich eben ein Vibe aussuchen zu können. Um erstmal alle Frauen zusammen zu Färchen und sie dann den König vorzuführen. Ja, das ist einigermaßen grausam und wie gesagt, David, ein sehr
attraktiver Geselle hat natürlich auch eine Frau und wir haben ja eben schon erfahren, dass die Soldaten wohl bald hier aufkreuzen werden. Ein weiterer wichtiger Charakter ist eben dann der Großvater, der uns im Grunde unterweist. Ich habe gar nicht bemerkt, dass du schon aufgestanden bist. Ich wollte mit Großvater trainieren. Du hast so friedlich ausgesehen, da wollte ich dich nicht wecken. Hast du schon etwas gegessen? Du musst bei Kräften bleiben, wenn du ihm überlegen sein willst. Das werde ich. Sie ist auf jeden Fall sehr fürsorglich mit uns, das kann man sagen. Und hier erkennt man jetzt im Grunde, wie das Spiel so aufgebaut ist. Wir haben immer verschiedene Bildschirme, das heißt, die Oberwelt ist, wie gesagt, in Fenster unterteilt, die man dann halt eben durch diese Symbole hier bereisen kann. Und da werden teilweise die unterschiedlichsten Perspektiven angeboten. Das ist jetzt dieser einmal von oben. Das sieht ein bisschen verzerrt aus, aber das ist ganz cool. Hier haben wir jetzt unser Kurzschild und ein Holzschild, das wir für den fürs weitere Training mit unserem Großvater benötigen. Mit einem Doppelklick rennen wir und wir können jetzt auch mit Charakteren interagieren. Viel Glück beim Training. Danke, aber ich bin sicher, diesmal werde ich ihn schlagen. Davon bin ich überzeugt. Na, hoffentlich doch. Das Spiel war zu seiner Zeit innovativ, was die Bedienung anging. Zumindest das Kämpfen war sehr cool. Das werde ich euch aber gleich nochmal zeigen, das werdet ihr dann auch sehen. Hatte auf jeden Fall was. Zeit. Wo ist dein Schwert? Ich zeig dir, wo mein Schwert ist, Alter. Heil dich, Junge. Hol dein Schwert. Ist ja gut, okay. So, wir haben jetzt hier so ein Ringmenü, das wir mit einem Rechtsklick auf unseren Charakter öffnen können. Und wir haben jetzt hier verschiedene Unterteilung. Wir haben einmal Nahrung, da haben wir eben den Apfel aufgehoben. Dann haben wir Magie, auch ganz wichtig. Dann haben wir Fernkampfwaffen. Dann haben wir magische Waffen. Dann haben wir hier sowas wie Schlüssel, Tränke und sowas. Dann haben wir hier Schilde, Nahkampfwaffen und Spezial Moves, sage ich jetzt mal. Special Moves, die man später einsetzen können wird. Ein bisschen nervig, dass komischerweise mein Menü immer ausgeht. Aber ich bin froh, jetzt dass wir spielen fangen. Halte dein Schwert griffbereit und lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Wir beginnen mit ein paar einfachen Übungen, die dir den Einstieg in den Kampf erleichtern werden. Na, hoffentlich. Und jetzt du. Na, also wenn ich das nicht hinkriege. Halten Sie die Steuerung-Taste gedrückt, bewegen Sie den Cursor in die gewünschte Angriffsrichtung und klicken Sie die linke Maustaste. Die Spielfigur dreht sich daraufhin in die jeweilige Richtung und führt den Angriff aus. Genau. Also die Hiebe wurden gezielt mit der Maus ausgeführt. Je nachdem, wie man die Maus bewegt, macht man die verschiedenen Angriffsmöglichkeiten. Das ist jetzt in dem Fall irgendein Schlag. Na, irgendwas mache ich falsch. Mach ich einfach so. Sehr schön. Genau. Ich sehe, du bist größeren Herausforderungen gewachsen. Natürlich. Der nächste Bergtroll kann wir kommen. Den Ausfall. Wenn du diesen Hieb richtig ausführst, ist er tödlich. Ja, der Ausfall ist ein ziemlich starker Angriff, den man benutzen kann, um Gegner frontal anzugreifen. Da müssen wir einfach nur Steuerung gedrückt halten und nach oben. Gut, ein kraftvoller Schlag. Du lernst schnell. Coitus Interruptus oder was war das? Also gut, ein Schlag erfordert etwas mehr Fingerspitzengefühl als ein Ausfall, aber weniger Genauigkeit. Stell dich fest hin und schlag mit einem schnellen Hieb scharf nach rechts. Ungefähr so. Ja, den haben wir eben schon gemacht. Sehr elegant. Ich hoffe, deine Gegner wissen deine artistischen Fähigkeiten zu schätzen. Sie werden keine Wahl haben, denn es wird das Letzte sein, was sie jemals sehen werden. Du musst immer die Position des Gegners berücksichtigen, um schnell entscheiden zu können, ob du nach rechts schlägst oder kurzfristig auf die linke Seite wechselst. Halten Sie gleich zur linken Maustaste und bewegen Sie nach links. Okay. In Ordnung, jetzt versuchen wir es von der anderen Seite. Ich komme ja nicht mal zum Schlagen. Es kommt selten vor, dass ein Kampf Mann gegen Mann stattfindet. Meist hast du es mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu tun. Du musst also auf alles vorbereitet sein. Verstehe. Dieser Schwerthieb kann dein Leben retten. Genau, da können wir einfach. Nur wenige Gegner besitzen Stolz und Ehre. Sie würden dich eher von hinten angreifen, als dir von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Deshalb solltest du dir diese Kampftechnik ganz besonders einprägen. Da können wir einfach die Richtung dann direkt ändern, das ist gut. Ganz gut. Dein Angriffstraining ist damit abgeschlossen. Tada. Jetzt musst du lernen, dich zu verteidigen. Wo ist mein Stern? Wenn man keinen Schild zur Hand hat, ist es ratsam, einem gegnerischen Schwerthieb auszuweichen. Kannst du keinen Gegenangriff durchführen, weiche aus. Wie mache ich das? Zurückspringen, oh nein.
Dann bin ich auf dem Bildschirm die rechte Maustaste, also so. Hervorragend. Dein Training ist abgeschlossen. Mach dich bereit zum Kampf und zeig mir, wie gut ich bin. Ja, du bist schlecht. Ich mach dich platt. So, und so funktioniert dann eben ein Kampf. Und? Wer gewinnt? Ich natürlich. Ich bin noch nicht warm geworden. Du bist jung. Bei mir dauert es ein wenig länger, in Fahrt zu kommen. Na, dann überlasse ich euch lieber wieder euch selbst. Außerdem habe ich noch eine Menge Wäsche zu waschen. Ich finde es total geil, wie die nicht mal mit Übungsschwertern kämpfen, sondern mit richtig spitzen Dingern. What the fuck? Du wirst mich niemals besiegen, Großvater. Ich bin die neue Generation. Leb, so wie du dich fühlst. Leb dein Leben so. Oh Gott. Nein. Fuge, sagt, seid ihr immer noch eures Vaters Schoßhündchen? Ihr lernt es wohl nie. Ich hätte euch schon vor Jahren aus dem Weg räumen sollen. Glück für euch, dass ich mich wichtigeren Aufgaben widmen muss. Euer Herrscher Silver braucht ein neues Eheweib. Vielleicht fällt seine Wahl gar auf dieses liebliche Geschöpf. Andererseits, sollte mein Vater nicht interessiert sein, nehme ich sie vielleicht für mich selbst. Eher würde ich euch töten. Oh oh. Ruhig, Junge. Hört auf den alten Mann. Euer Weib ist von solcher Schönheit, dass es mir nur wenig Freude bereiten würde, sie verunstalten zu müssen. Bringt sie fort. Oh nein. Ich liebe dich, David. Wie rührend. Weiber sind viel zu zerbrechlich. Dann müssen diejenigen, die sich an ihnen vergreifen, wahrhaftige Feiglinge sein. Warum habt ihr es so eilig zu sterben? Wachen, bleibt hier und sorgt dafür, dass sie bekommen, wonach sie sich so sehr sehnen. Tja, leider sind wir keine Anfänger, wenn es um Schwerkampf geht, Fuge. Und so beschreiten wir jetzt unsere ersten Kämpfe. Wir haben die Grundlagen der Spielmechanik ja gerade gelernt. Also sollte es eigentlich ein einfaches sein, sie zu besiegen. Großvater, wir müssen ihnen folgen. Etwas schneller, etwas mehr Elan. Da hauen sie ab. Und Fuge beordert weitere Wachen an, die wir aus dem Weg räumen werden mit dem Ausfall und dem normalen Schlag. Momentan machen wir noch nicht wirklich viel Schaden, aber das wird sich alles noch relativieren. Oh mein Gott, da ist sogar einer mit dem Schild. Den wir auch erledigt hätten. Gold ist die Währung im Spiel, ganz normal, wie man es aus anderen Spielen auch schon kennt. Werden wir später brauchen, um Gegenstände zu kaufen. Da sind sie! Los, hinterher! Oh mein Gott. Irgendetwas sagt mir, dass wir es nicht schaffen werden. Wie kommt das jetzt? So. Im oberen linken Bildschirmrand sehen wir übrigens unser Charakterporträt und da kann man auch sowas wie Mana und Leben ablesen. Komm her! Dich kriege ich auch noch. Weg. Weiter geht's. Was ist das eigentlich für ein komischer Typ hier? Die sehen alle irgendwie merkwürdig aus. Oh nein. Wir kommen zu spät. Ja, wir sind zu spät. Aber wir werden sie zurückholen. Uns helfen. Wir sind alt und können euch nur wenig geben, aber... Macht euch keine Sorgen. Wir werden euch helfen, so gut wir können. Habt ihr irgendetwas gesehen oder gehört, was uns weiterhelfen könnte? Wisst ihr, wohin sie gefahren sind? Alle Frauen wurden auf die Galeone gezerrt. Fuge und einige seiner Wachen stiegen in ein kleineres Boot. Die beiden Schiffe legten in verschiedene Richtungen ab. Leider weiß ich nicht, wohin sie wollten. Es tut mir leid. Wo sind all die Dorfbewohner und die wütenden Ehemänner? Einige der Männer haben sich zusammengeschlossen. Sie nahmen ihre Waffen und gingen in Richtung Hafen davon. Wird ihr nichts passieren? Sie tun ihr doch nichts, oder? Eine wahre Schönheit. Sie ist alles, was wir haben. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn sie... Ihr wird nichts passieren, Liebes. Ihr wird nichts passieren. Komm, wir gehen nach Hause.
Ja, und das ist im Grunde der Aufhänger des Spiels und bildet dann eben die Grundlage dafür, dass David einen Hass auf den Herrscher gewinnt. Ganz davon abgesehen, dass Silver einfach nur ein Arsch ist und die Bevölkerung unterjocht. Fudge hat unsere Liebe gestohlen und jetzt ist es an uns, sie wiederzubekommen. Ob wir das schaffen werden, das werdet ihr im Laufe des Let's Plays herausfinden.